Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, hier eine kurze Information über die Abstimmung, bei der ich euch gebeten habe, einmal mitzumachen. Das war so vor ungefähr 14 Tagen. Es ging darum, was so eure Lieblingsthemen hier auf diesem Kanal sind. Hier habt ihr das Ergebnis mal als Screenshot mitgemacht, haben 22.614 Mythengemeindenmitglieder. Dafür vielen Dank und ich denke, das ist schon so repräsentativ. Ja, mit jeweils 26%, da teilen sich den ersten Platz die Themen Spuk und das Verschwinden von Menschen, also Missing 411 und solche Dinge. Den zweiten Platz, das hat das Thema Sagen und Mythengestalten. Auf dem dritten Platz liegen dann Berichte von Zeitreisen und Timeslips. Und mit nur 12%, da geht es dann um das Thema Crime. Das hat mich natürlich sehr gewundert, denn gerade diese Crime-Videos haben hier mit die höchsten Klickzahlen. Aber ich denke, das hat damit zu tun, dass diese Videos dann eben aus irgendwelchen Gründen besonders viel geteilt werden auf Facebook und anderen Plattformen, sodass dann diese hohen Klickzahlen zustande kommen. Diese Abstimmung, das ist für mich so eine Orientierung, ein Anhaltspunkt. Das heißt jetzt nicht, dass es nur noch Spuk und Missing 411 geben wird, auch wenn das heutige Thema sich mit letzterem beschäftigt. Aber ihr seht das jetzt gerade bei dem Thema Crime. Die Klickzahlen der Videos sind mit am höchsten, aber wie es scheint, gar nicht von euch. Und damit man da nicht komplett falsch liegt und die falschen Dinge macht und gar nicht merkt, dass das gar nicht von der eigenen Community stammt, diese ganzen Klickzahlen, sondern dass die meist von außerhalb kommen, da mache ich dann so ab und an so eine Umfrage, so als Orientierung. Wer aber jetzt sagt, da bin ich ja gar nicht mit einverstanden mit diesem Ergebnis, der kann weiterhin seine Stimme in der Umfrage abgeben. Den Link, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir kommen jetzt mal zum eigentlichen Thema des heutigen Videos und da bin ich auf ein paar interessante Dinge gestoßen. Die Nationalparks in den USA. Durch den Autor David Paulides, da wissen wir, dass dort Menschen auf sehr merkwürdige Weise verschwunden sind, teils Tage oder Wochen verschwunden blieben und dann wieder auftauchten, ohne jede Erinnerung daran, wo sie gewesen sind. Andere, die fand man dann leider nur noch verstorben vor und das an Stellen, die zuvor gründlich durchsucht wurden. Und die Auffindesituation, die war dabei sehr merkwürdig. Teils trugen die Menschen keine Kleidung mehr, hatten nicht einen Kratzer auf der Haut und waren trotzdem tot und bei der Autopsie konnte man keinen Grund dafür feststellen. Bei einigen lagen die Kleider dann gefaltet ordentlich neben ihnen. Wieder andere fand man ohne Schuhe und Strümpfe und ihre Fußsohlen waren bis auf die Knochen abgelaufen, so als hätte man sie so lange gehetzt, bis sie vor Erschöpfung tot umfielen. Das sind nur einige Beispiele dieser merkwürdigen Fälle, die David Paulides im Laufe der letzten Jahre aufgedeckt hat. Die Opfer waren meist Wanderer oder Jäger, die in der Natur der Nationalparks unterwegs waren. Eine Frage habe ich dazu immer wieder in den Kommentaren stehen, nämlich die, warum das Ganze immer nur in den USA zu passieren scheint. Und dann wird sehr viel darüber diskutiert, was die Gründe für dieses Verschwinden sein könnten. Die Frage, warum das Ganze nur in den USA passiert, die ist relativ schnell beantwortet, weil sich hier bei uns oder in Europa oder auf anderen Kontinenten offensichtlich niemand darum kümmert. David Paulides ist ja US-Amerikaner und er ist ja durch Nationalpark Ranger auf diesen merkwürdigen Vorfälle aufmerksam gemacht worden und untersucht natürlich dort die Fälle, wo er lebt, nämlich meist in den USA oder Kanada. Die Frage, was die Ursache für dieses Verschwinden ist, wer oder was dafür sorgt, dass diese Menschen eben dann plötzlich von einer Sekunde auf die andere nicht mehr da sind, die ist natürlich dann schon schwerer zu beantworten, beziehungsweise momentan noch gar nicht, denn wenn man das wüsste, wären diese Fälle ja gelöst. Hier in den Kommentaren, da wird sehr viel darüber diskutiert, dass es unter Umständen Regierungsorganisationen sein könnten, die diese Menschen verschwinden lassen, dass dort irgendwelche Deep Underground Bases sind, wo die Menschen hin entführt werden oder einige andere Dinge. Mich hat die Frage interessiert, wie lange geht das eigentlich schon so? Und gibt es Hinweise darauf, dass es eben nicht nur in den US-Nationalparks diese Vorfälle gibt? Und mit dieser Frage befasse ich mich schon seit längerem. Vor einiger Zeit, da habe ich euch einmal ein Video hochgeladen hier, da ging es um dieses Phänomen aus Finnland, das sogenannte Metsänpeitto.
Darin geht es um eine alte Sage und diese alte Sage, die beschreibt, dass Menschen in der Natur einfach so verschwinden, von einer Sekunde auf die andere und niemand weiß, wo sie geblieben sind. Und darin wird dann von so einer Art Zwischenwelt berichtet, wo hinein die Menschen gezogen werden, wo alles sehr merkwürdig ist und man muss sehr seltsame Dinge tun, um dort wieder herauszukommen. Ansonsten bleibt man für immer dort gefangen und bleibt für immer verschwunden. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es mal in der Videobeschreibung. Aber dieses Mezzanpeito, das ist eben nicht die einzige Sage, die sich mit diesen verschwundenen Menschen befasst. Ich habe einige Dinge gefunden, die passen teilweise ganz genau auf das, was wir von den Missing 411-Fällen kennen. Und die sind Jahrhunderte alt. Bei dem, was ich gefunden habe, da kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das, was David Paulides in der heutigen Zeit aufgedeckt hat und worüber er berichtet, in Wirklichkeit schon lange, lange existiert, als eben nur in Vergessenheit geriet. Und das eben nicht nur in den USA, sondern auch bei uns und in vielen Ländern der Welt. Wir begeben uns jetzt einmal nach Japan. Dort gibt es uralte Berichte von Menschen, die auf sehr merkwürdige Weise und plötzlich einfach so verschwanden. Und das eben sehr oft und vor allem auffällig oft aus Menschengruppen heraus, dass man dafür vor Jahrhunderten schon einen Namen kreiert hat. Kami Kagoshi. Und dieser Begriff, der hat mehrere Bedeutungen, was das Verschwinden von Menschen angeht. Vor allem aber steht er für das plötzliche und unerklärbare Verschwinden von Menschen. Er steht aber auch für den Begriff, dass diesen Menschen sozusagen die Seele in eine andere Welt geraubt wurde. Und das eben durch Geistgestalten, die sich Kami nennen. Und meist kam es dann zu diesem Verschwinden der Menschen oder dem Raub der Seele eben in der Wildnis. Aber was ist mit dem Raub der Seele bei diesem Kami Kagoshi gemeint? Da wurde es dann mit der Recherche ein bisschen schwierig, denn es gibt leider eine Anime-Serie, die den gleichen Namen trägt, also Kami Kagoshi. Auf diesem Cover, da könnt ihr sehen, da steht das Wort Missing und das hängt damit zusammen, dass sich diese Geschichte natürlich dann so ein bisschen an diesem Begriff Kami Kagoshi orientiert, aber letztendlich nicht wirklich etwas mit dem zu tun hat, was wirklich dahinter steckt. Sucht man diesen Begriff Kami Kagoshi aber im Internet, dann gibt es nur noch Treffer für diese Anime-Serie. Es gibt einen Treffer, der führt zu Wikipedia und darin ist dann ein Autor enthalten, der diesen Begriff 1909 schon einmal niedergeschrieben hat. Ich habe mich dann auf die Suche begeben und ich muss sagen, das war eine echte Odyssee. Aber ich bin dann fündig geworden. Zuerst landete ich hier auf so einer merkwürdigen Seite. Darin wurde der Begriff noch einmal erklärt und auch der Autor genannt. Sein Name ist Kunjiro Yanagita. Und nach einiger Zeit der Suche habe ich den dann auch gefunden. Der wurde 1875 geboren und verstarb 1962 im Alter von 87 Jahren. Der war so eine Art Historiker und der hat alte Legenden und so weiter gesammelt. Und 1909 hat er dann das erste Mal diesen Begriff Kami Kagoshi schriftlich festgehalten und dazu einige Dinge erzählt, die damit im Zusammenhang stehen. Das Ganze hat er dann in dem Buch Tenno Monogatari niedergeschrieben. Und ab da wurde es dann richtig schwierig, denn Monogatari heißt im Prinzip nur Geschichte. Und wenn man nur die Worte Tenno Monogatari eingibt, da erscheinen da die verschiedensten Geschichten. Tenno, Tino, Tono, Monogatari, also ihr werdet da alles finden und meist sind es eben Animes. Und die sind namentlich angelehnt an Tenno Monogatari. Und der Inhalt ist meist eben mit dem Verschwinden von Menschen verbunden. Ja, Japan und seine Popkultur. Aber dann nach langer Suche habe ich dann so einige Ausschnitte aus dem Buch dieses Herrn gefunden und habe die dann mit drei verschiedenen Translatoren übersetzt, um zu kontrollieren, ob die Übersetzung auch soweit stimmig ist. Und demnach ist es so, dass es so Überlieferungen gibt, die wirklich Jahrhunderte her sind. Da sind dann Menschen verschwunden beim Durchstreifen der Wildnis aus Gruppen heraus. Die waren plötzlich weg. Das betraf sowohl Samurai wie auch einfache Bauern oder Handwerker, die in den Wäldern unterwegs waren. Und gelegentlich wurden diese Menschen dann wiedergefunden und die waren dann wie paralysiert. Also die saßen da rum, weiß Gott wie viele Tage schon, und die waren irgendwie gar nicht mehr ansprechbar.
Und das hat sich dann wohl auch nicht mehr gelegt bei diesen Menschen, die blieben dann so. Und deshalb hat man gesagt, dass die Kami dieser Person die Seele geraubt hätten. Bei anderen wiederum, da legte sich der Zustand. Aber es war ihnen nicht möglich zu erzählen, wo sie die vergangenen Tage oder Wochen gewesen sind. Es gab dann noch eine Erzählung von ein paar Samurai, die mit ihren Pferden durch die Wildnis ritten, weil sie auf dem Weg zu einem bestimmten Ort waren. Es waren 5 Samurai, die sollten eine Nachricht an irgendeinen Fürsten überbringen. Und mit einem Mal, da fehlte plötzlich einer dieser Samurai. Sein Pferd war noch da, aber der Samurai nicht mehr. Die anderen suchten ihn dann, aber er blieb verschwunden. Und in dem Moment, in dem er wohl dann verschwunden war, haben die aber auch nichts gehört. Kein Schrei, kein Geräusch, gar nichts. Der Samurai war einfach fort. Ein paar Wochen später, da war dann ein Bauer mit seiner Frau dort unterwegs. Die beiden hatten eine Kutsche, auf der dann Waren lagen, die sie in einem anderen Ort dann auf dem Markt verkaufen wollten. Und die entdeckten dann am Wegesrand diesen Samurai. Der war nach der Beschreibung ziemlich verwahrlost und ausgehungert, aber er war eben nicht in der Lage zu reden. Also luden sie ihn auf den Wagen und fuhren ihn in das nächste Dorf, wo dann andere Samurai waren. Dieser eine Samurai, der blieb aber dann in diesem Zustand und ward nie wieder ein Krieger, so wie es in diesem Buch stand. Und ein Kami hat ihn wohl in die Welt der Geister geschafft und dort haben sie dann seine Seele geraubt und ihn wohl dann wieder im Wald abgesetzt. Mit irgendetwas muss man sich diese Zustände der Menschen, die man damals dann häufig verloren oder wieder aufgefunden hat, ja erklären. Auffällig ist aber, dass diese Geschichten dem ähneln, was wir heute durch David Paulides und seine Missing 411 Fälle kennen. Und ich wage jetzt einmal zu behaupten, dass es zur damaligen Zeit eben noch keine Deep Underground Base gab oder irgendwelche Regierungsorganisationen, die zum Zwecke von Menschentests diese Menschen entführt haben. Und je mehr ich in diesen Dingen herumforsche, die eigentlich Geschichten zeigen, die heute auch durch David Paulides dann entdeckt und erzählt werden, desto mehr zweifle ich daran, dass wir es da überhaupt mit irgendetwas Menschengemachten zu tun haben. Vielleicht ist es irgendetwas in der Natur, das wir noch nicht kennen, das aber eben nur noch in richtiger Wildnis existiert und nicht in so bewirtschafteten Wäldern, wie wir sie hier zum Beispiel haben. Aber wer kann das schon genau sagen? Die Menschen damals, die haben sich jedenfalls ihre Erklärungen dafür geschaffen, zum Beispiel in Form dieser Kami oder, wenn wir jetzt nach Irland gehen, in Form anderer Wesen. Irland, ein wunderschönes Land. Riesige, satte Wiesenlandschaften, eine schöne Natur in Wäldern, Steilküsten und hier und da das völlig verklärte Bild von Feen. Ich weiß, dass einige an die Existenz von Feen glauben und man mag mir nicht böse sein, wenn ich sage, ich tu's nicht. Da kann ja jeder so seine Meinung zu haben. Für mich sind Feen allerdings, genau wie vieles andere, eben nur der Versuch, irgendetwas zu erklären, was in der Natur vor sich gegangen ist, wofür man keine Erklärung hatte. Zum Beispiel, wenn man Menschen gefunden hatte, die offensichtlich in ihnen bekannten Gegenden herumgeirrt sind, so als ob sie dort völlig fremd wären und sich dem Anschein nach dort totgelaufen haben. Und dann kam es eben dazu, dass manchmal Menschen gefunden wurden, die keine Schuhbekleidung mehr hatten und sich wie bei den heutigen Missing 411 Fällen die Fußsohlen bis auf die Knochen abgelaufen hatten. Aber wie konnte man das erklären? Im Prinzip konnte man sich das damals genauso wenig erklären wie heute. Und da hatte man dann sehr schnell den Gedanken, dass da irgendeine Macht am Werk sein muss, eine übernatürliche Macht, die mit ihren Fähigkeiten Menschen beeinflussen kann. Und so machte man etwas verantwortlich für diese Dinge, dass es tatsächlich heute schon wieder in Comics und Animationsfilmen zu sehen gibt, das aber schon bei den alten Kelten ein Begriff war. Die Rede ist vom sogenannten Stray Sod. Der Legende nach sind das von Feen verzauberte Grasbüschel. Und wenn nun jemand, der durch die Wälder oder die Natur dort streifte, aus irgendeinem Grund auf so einen Grasbüschel drauftrat, dann verlor dieser die Orientierung und fand sich überhaupt nicht mehr zurecht. Und der lief und lief und lief und lief, bis er dann irgendwann unter Umständen tot umfiel. Es gab nur eine Möglichkeit, aus dieser anderen Welt, in der er sich dann plötzlich befand, wieder herauszukommen. Und die bestand darin, seine Kleidung sozusagen auf links zu drehen und verkehrt herum anzuziehen.
Interessanterweise finden wir das Ganze auch im Mezzanpaito. Auch dort war die einzige Chance, aus dieser Welt zu entkommen, die Kleidung verkehrt herum anzuziehen und sich dann zu bücken und durch seine Beine hindurchzuschauen und so den Ausgang zu suchen. Und man fand in diesen alten Zeiten dann eben auch Menschen, die verschwunden waren, wieder, die dann diese Kleidung verkehrt herum trugen. Nur waren die dann leider nicht mehr am Leben. Aber daraus entstand eben so die Sage, dass man sich in einer anderen Welt befindet, in der man die Kleidung verkehrt herum anziehen muss, um dort wieder hinauszufinden. Und was gibt es bei einigen dieser Missing 411 Fälle? Es werden Menschen gefunden, die leider verstorben sind, aber ihre Kleidung eben verkehrt herum, also sozusagen auf links gedreht tragen. Nun denke ich einmal nicht, dass es so ist, dass die sich in einer anderen Welt befanden und dachten, jetzt ziehe ich meine Kleidung aber mal links herum an und dann finde ich hier raus. Ich denke, dass es dafür irgendeinen anderen Grund gibt. Bei diesen ganzen alten Sagen und Legenden, da kann man eindeutig erkennen, dass es schon vor langer Zeit diese Fälle gab, die heute in den Missing 411 Fällen geschildert werden. Und damals haben sich daraus eben Legenden und Sagen entwickelt und es wurden Sagengestalten geschaffen, die für dieses Verschwinden der Menschen verantwortlich waren. Es gibt diese Legende von diesem Mezzanpaito. Wir haben dieses Semiza, von dem ich schon sehr oft erzählt habe, das am Mount Nyangani existieren soll, also dieser Übergang in eine Parallelwelt, wohin die Menschen verschwinden. Das ist auch schon Jahrhunderte alt. Wir haben das Kamikakushi aus Japan. Wir haben hier dieses Strayshot. Und es gibt ja noch ein paar andere Dinge, auf die ich ein andermal zu sprechen komme, aber alle beinhalten, dass diese Menschen in irgendeine andere Welt verschwinden. Und all diese Sagen beinhalten, dass die, die man wiederfand, sich entweder an gar nichts mehr erinnern konnten oder eben sozusagen überhaupt nicht mehr bei sich waren und auch nie wieder so mental zurück ins Leben kehrten. Und das Ganze verteilt sich über Kontinente hinweg und trotzdem werden die gleichen Dinge dort berichtet. Und das eben seit Jahrhunderten, weit weg von der Zeit, in der man von Deep Underground Bases sprechen kann oder eben von Regierungsorganisationen, die irgendwelche Tests machen wollen. Meine persönliche Meinung ist, dass wenn man einmal all das aufdeckt oder in Erfahrung bringt, was es aus früheren Zeiten über diese Sache zu finden gibt, dann werden wir in der heutigen Zeit der Lösung vielleicht etwas näher kommen, aber das ist nur so eine Vermutung von mir. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Sache so seht. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Und wenn euch dieses Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.